Yo, Leute! Yo, hi! Es ist mal wieder soweit. Hi, 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 hi. Lars und ich, wir haben eine Revanche eingelegt, weil es euch so gut gefallen hat, fahren wir heute wieder eine neue Map. Warum hast du ein Tron-Bike? Naja, weil ich loslegen möchte. Wuhu! Oh mein Alter, Gott, Alter. Das ist sau schnell. Ist das nicht ein bisschen zu schnell für dich? Mein Tron-Bike? Wow, oh Gott. Ah ne, wir wechseln sowieso jetzt in ein Auto. Wir sind geswitcht. Oh mein Gott. Guck mal, was wir für Karren haben. Okay, wir werden also in dieser Karte die ganze Zeit geswitcht werden. Oh mein Gott, was passiert? Oh, was? Ich bin auf dem rechten gelandet. Jawohl! Yo, was passiert hier? Jetzt sind wir auf einmal... Oha, angeblich. Wir sind jetzt einfach auf so Jetskis. Oh, 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 da. Ich nehme das Motorrad. Ich bieg ab. Ich glaube, ich bleib hier auf dem Jetski drauf, oder? Oha. Man kann mit dem Jetski einfach noch weiterfahren. Okay. Bist du auf dem Jetski? Das ist das nächste Ziel. Das war schon richtig. Ich glaube, einer muss immer so fahren, der andere dann so. Okay, jetzt bin ich geswitcht. Nice. Oh mein Gott. Aua. Oh Gott. Alter, was ist... Alter, hier sind so Dinger, die hochgehen. Oh mein Gott. So unfair. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da hatte ich das Ding jetzt abgeholt. Oh. Tunnel Action. Okay. Ich muss jetzt... Oh, du musst rechts fahren und ich habe links sozusagen meinen Tunnel und du musst im Wasser fahren. Oh mein Gott, das ist cool. Junge! Ich bremse aus, jetzt weiter geht's. Oh Gott, ich muss hier auch gerade. Oh, hier ist Auto, hier ist ein Change. Mal gucken, ob du. Wo bist denn du lahme Schnecke? Oh nein, ich muss auch durch einen Tunnel fahren. Warum sagst du, ich muss rechts rum, wenn ich gar nicht rechts rum muss? Guck mal, wie chillig hier. Oh mein Gott. Oh, ich bin wieder drauf. Der Roman ist ein Lügenbaron. Bin ich gar nicht. Ich fahre jetzt erstmal hier chillig den Looping. Komm, Lars, hol dir die Karre. Alter, ich habe sogar schon so einen kleinen Buggy hier einfach bekommen. Oh, wo bist du denn, du lahme Schnecke? Los, fahr die Schneckenbahn. Wow, Alter. Guck mal, jetzt bist du auch so ein Dings. Oh nein, ich auch. Ich muss aufhören, die ganze Zeit so stehen zu bleiben, wie ein Trottel einfach. Okay, ich häng dich jetzt ab. Ich komme nicht weiter, ich bin tot. Drück doch einfach F. Ich fahr jetzt den Parcours ohne Gnade weiter, Lars. Ohne Gnade diesmal. Jetzt gibt's keine Päuschen mehr. Kein Päuschen, kein Pinkelpäuschen mehr. Jetzt wird richtig gefahren. Oh mein Gott. Jetzt müsste mal auf Klo. Jetski! Wupp, wupp. Wo bist denn du? Oh mein Gott, da kommst du schon. Guck mal, hier ist eine riesige... Wow! Alter, hier sind voll die Wellen. Hier ist eine riesige Bahn. Ist das Boot? Ich glaube, man muss hier runterfahren, oder? Nee, hier musst du so ein kleines... Oh mein Gott. Oh, hier musst du einen Drift hinlegen. Ja, Mann. Und dann musst du auf die andere Seite weiterfahren. Ich glaube, wir müssen gleich wieder auf den Strand. Hä, nee, wir fahren einfach wieder rückwärts. Ach, da ist eine Schanze, die man nehmen muss. Eine Schranze. Okay. Ich nehme sie zuerst, Mann. Juhu! Let's go! Baby! Oha. Oha, Alter. Oha. Da muss man jetzt vorsichtig sein. Yeah, baby. Ich hab's nicht geschafft. Der hat mich zu weit weggeslidet. Oh mein Gott, ich fahr hier. Oh mein Gott. Da kommt gleich ein richtig kranker Change, Mann. Du musst dich bereit machen, Lars. Mach deine Flügelchen bereit. Okay. Jetzt kommt hier ein richtiger Fliegerparcours. Ich hoffe, du kannst... Sag mal, was ist eigentlich aus deinem Dings... Oh mein Gott. Ich hab's. Absturz. Oh. Okay. Ich bin leider nicht so gut im Fliegen. Das ist meine Schwäche. Was wolltest du sagen? Ich hab was? Was ist mit deinem Controller jetzt eigentlich passiert? Wow, what the fishery do? Was passiert hier? Darüber möchte ich nicht reden. Echt, ist der kaputt oder was? Alter, sind hier viele Teleports. Oh Gott, jetzt muss man hier durch Röhren fliegen. Warum fliege ich nicht? Ich bin einfach in die Luft geflogen. Oh Gott. Jetzt mein Controller wieder, Leute, ihr wisst Bescheid. Der geht doch gar nicht mehr. Falls ihr das nicht gesehen habt, Leute, hier ein kleiner Einschnitt. Also das nächste, Lars, ich glaube, das... Fliegst du schon? Was ist jetzt los? Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein armes Dings. Alter, diese Karte ist mega heftig. Yo. Fliegst du schon mit diesem Propellerflugzeug? Hä? Ja, man wird da jetzt die ganze Zeit teleportiert. Oh mein Gott. Jetzt bin ich hier oben. Alter. Ich hab sogar gerade eben, als du explodiert. Ich fliege hier gerade richtig runter. Als du gerade eben explodiert bist, habe ich das sogar gespürt. Siehst du zufälliger... Warte mal, du fliegst hier doch bestimmt irgendwo. Ey, siehst du irgendwo diese Ich weiß, wo du fliegst.
Links von dir ist diese riesige orangene Röhre. Runter, 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 Hilfe, Papa, bitte nicht, bitte nicht. Ich stehe einfach auf dem Kopf gerade. Hä, oh. Hey, was ist gerade passiert? Juhu! Okay, warte, ich probiere es jetzt mal mit. Oh Gott, jetzt bin ich hier wieder mit dem Motorrad unterwegs. Okay, das war falsch. Oh Gott. Hast du First Try geschafft, das mit dem Flugzeug? Ja, habe ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Alter, ja, ich bin da gerade mit dem Motorrad gefahren und muss hier gerade diese einzelnen Holzstücke hier durchfahren. Bei mir stößt er, sobald er einmal die Wand berührt hat. Explodiert er direkt, gell? Oh, 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 hier ist ein Pfeil. Was passiert hier? Hui! Okay, geradeaus fahren. Ah, okay, ich glaube, man muss auf den Kopf drehen, gell? Ja, du musst auch manchmal auf den Kopf drehen. Okay, okay, wow. Jetzt habe ich verstanden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Man muss hier die ganze Zeit auf so orangenen Dinger gleich fahren. Alter. Oh mein Gott, ey. Diese Karten sind so crazy. Da ist der nächste Teleport! Boom! Oh mein Gott, wieder fliegen. Nee. Hey, was ist das denn? Da ist ein neues Logo. Das ist aber kein Flugzeug, das ist irgendwie so... Das sieht anders aus. Was ist das für ein Flugzeug? Ach, ein Verlangsamerungs... Oh mein Gott, Alter. Man wird hier so herumgeschmissen und man muss die ganze Zeit ein anderes Fahrzeug fahren, ey. Okay, ich glaube, ich bin schon fast so... Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin immer noch beim Tunnel. Bist du immer noch beim Flugzeugfliegen? Ja. Das ist deine Schwäche, gell, Flugzeugfliegen. Na, eigentlich nicht, aber irgendwie stürzt er die ganze Zeit da drin runter. Was passiert hier die ganze Zeit? Ich wurde gerade die ganze Zeit so zur Seite geschubst. Oh, und jetzt springe ich hier in den Pool rein. Ja! Man wird so oft teleportiert, das ist nicht mehr normal, Mann. Meine Augen tun schon vom ganzen Teleportieren weh. Wow. Oh Gott, ich glaube, ich stelle hier gerade einen Weltrekord auf, Lars. Die einzige Information, die ich von dir immer bekomme, ist, Lars Maniac hat Selbstmord begangen. Da steht die ganze Zeit dran. Echt? Ja, du musst halt, flieg halt die ganze Zeit schnell und versuch die ganze Zeit kopfüber zu fliegen. Bei mir hat das funktioniert. Wow! Alter, es ist schwer. So, 3, 2, 1, Schmagges-Action! Okay, nice, jetzt hat's funktioniert. Okay, jetzt auf die Schmagges-Action. Nein! Aua! Das ist so schwierig, Mann. Man darf halt nichts berühren hier am Rand. Gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Okay, ich bin durch. Jetzt mit dem Auto hier weiterfahren. Oh mein Gott, jetzt kommt der erste Wallride. Lars, du liebst Wallrides, gell? Oh mein Gott. Und jetzt sind wir ein Motorrad geworden. Was? Außer Gefecht, du hast Selbstmord begangen. Hab ich gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Lars, was macht das Flugzeug? Macht Spaß. Keine Angst, Lars. Bald ist der Schmerz vorbei. Der Schmerz. Oh Gott. Ich muss hier gerade seitlich fahren. Ich glaube, dort, wo du gerade mit den Flugzeugen durchfährst, dort fahre ich gerade seitlich mit dem Motorrad entlang. Oh, wow. Denk an das Limousinen-Level, was wir gespielt haben, Lars. Das war viel schwieriger als das, was wir jetzt gerade spielen. Ja, ich hab's jetzt. Hast du's? Ja, ich hab's. Okay, nice, Mann. Ich bin jetzt hier beim Truck und fahre hier gerade eine riesige Rampe runter. Oh, ich muss hier von Stück zu Stück springen. Aber der Parcours, den wir jetzt haben, der ist zum Glück nicht so schwierig wie der andere geiler. Parcours. Der ist viel besser, der hier, ja. Der ist so ausgeglichen gemacht. Wow, und wieder Boot. Dass man auch die ganze Zeit Boot fahren muss, ist so cool gemacht, Mann. Und jetzt muss ich hier wieder ein 360 drehen. Nein. So, und weiter geht die gute Pumpe. Oha, jetzt fahre ich, glaube ich, hier entlang. Okay, nice. Oh, Teleport. So. Buggy. Oh mein Gott, jetzt muss ich entscheiden, ob ich wieder Flugzeug nehmen möchte oder das Motorrad. Ich glaube, hier kann man... Muss ich da dran vorbei? Ja, muss ich. Okay, ich nehme das Motorrad. Woo! Oh mein Gott. Ay, caramba, muchas gracias. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich hier schon mal war, wo ich gerade fahre. Das sieht irgendwie alles inzwischen so gleich aus. Aber der Pfeil zeigt dich so dahin. Nee, ich hab's nicht geschafft. Wie jetzt? Du hast es nicht geschafft? Was? Hast du was ausgelassen? Ich hab doch den Boost genommen. Oh nein, bist du jetzt wieder bei den Flugzeugen? Nein, nein, ich hab schon geschafft. Okay, das ist gut. Du musst eigentlich nur das Ding durchfahren, dann ist alles easy. Ja, warum fliegt er da dran vorbei? Wow, ich sehe gar nichts. Und jetzt mit dem Boot. Boah. Oh, Lars, ich glaube, ich bin im Ziel. Ich bin da. Ich muss jetzt Moped fahren.
Sag mal, wo bist denn du? Ich möchte mal sehen, wo du bist. Vielleicht hast du einen anderen Weg genommen als ich sogar. Weil da gibt es immer verschiedene... Ja, genau, bei diesen Dingern war ich auch. Komm, du hast noch 15 Sekunden Zeit. Mal gucken, wie weit du kommst. Vielleicht schaffst du es noch. Okay, wir zählen runter. 10, 9, 8, 7, 6. Da springt er. 5. Komm, das letzte schaffst du noch. Lass dich noch teleportieren. 3, 2, 1. Ja! Da hast du noch einen Teleport geschafft. Meine Herren, Damen und Herren, das war mal wieder ein Rennen gegen Lars. Das war cool. Ja, das war mega, gell? Ich fand's richtig cool, ja. Falls ihr eine weitere Folge sehen wollt. Ja, das mit dem Fliegen, das kriegst du noch hin. Aber gar kein Problem, die Jazz Hands sind wieder da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut bei Lars vorbei, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Channel natürlich nicht vergessen und schaut im Shop vorbei. Meine werten Damen und Herren, das war's. Haut rein, Leute. Ciao!